Hallo, hier ist wieder Stefan von Max2Play und heute geht es darum, wie man den Odroid als Audioplayer einsetzen kann. Das heißt, welche Dienste hier drauf installiert sind und wie das genau funktioniert und wie man auf diesem Dateisystem-Mount ja, externe Netzwerkspeicher integrieren kann und wie man selber auch von dem Odroid zum Beispiel auf externe Festplatten zugreift. Wir fangen mal an mit den Audio-Player-Sachen. Wenn man also dieses kleine Gerät als Audio-Player zum Musikabspielen verwenden möchte, dann sind darauf zwei Dienste installiert. Und das ist zum einen der Squeeze Lite. Das ist wie eine virtuelle Squeeze-Box. Die benötigt natürlich den Squeeze-Box-Server, der auch auf diesem Gerät laufen kann. Und dabei wird die Ausgabe über den Kopfhörerausgang direkt auf dem Odroid-Device oder über HDMI erfolgen. Man kann dann noch erweiterte Optionen einstellen, wie genau die Ausgabe erfolgen soll, aber standardmäßig läuft das auf jeden Fall über den Kopfhörerausgang oder HDMI. Und dasselbe gilt für den SharePort, das heißt das AirPlay-Device. Hier kann man also Musik direkt vom iPhone oder vom iPad auf diesem Odroid abspielen und auch da erfolgt die Ausgabe über den Kopfhörerausgang am Gerät oder über HDMI. Der zweite Punkt, das heißt unter dem Punkt Dateisystem Mount, möchte ich euch jetzt zeigen, wie ihr von einem externen Netzwerkpfad, also zum Beispiel von einer Synology Disk Station oder von einer Netzwerkfreigabe auf der Fritzbox oder von einem beliebigen anderen Netzwerk, Pfad ja, Dateien auf das Odroid laden können. Das heißt also, der Zugriff erfolgt über das Netzwerk und dann könnt ihr zum Beispiel eine Musik Freigabe, die auf eurem Netzwerkspeicher liegt, auf diesem Odroid einbinden und anschließend zum Beispiel im Musikserver, im Squeezebox-Server verwenden. Als Beispiel habe ich hier mal in meinem lokalen Netzwerk eine Share Station, das ist also auch ein Netzwerkspeicher, und diese hat eine IP und ist aber auch durch einen Namen im Netzwerk zu erreichen. In dem Fall ist der Name von dem Gerät im Netzwerk DNS 320 und der Freigabename, den ich also auf dem Gerät vergeben habe, heißt MediaShare. Die Freigabe selbst, das heißt, wo diese Freigabe nachher auf dem Odroid liegt, da muss natürlich ein Verzeichnis dafür existieren und ein existierendes Verzeichnis ist unter Mount und Mount Dir. Das gebe ich also hier in den Pfad ein und das ist nachher der Pfad auch, wie ich dann im Squeezebox-Server zum Beispiel auf diese Dateien zugreifen kann. Der Typ, auch hier nehmen wir das, was unten in der Erklärung steht, ist CIFS. Und jetzt zu den Optionen, die gebe ich so ein, wie es auch hier unten im Beispiel steht, nur dass ich den Namen und das Passwort anpassen muss. In dem Fall ist der Name für meine Freigabe Video, das ist auch das, was ich auf meiner Share Station, auf meinem DNS 320 festgelegt habe. Und das Passwort habe ich mit Test 1.1 vergeben. Wenn ich jetzt auf Speichern klicke, sehe ich, ah, okay. Das Hinzufügen war erfolgreich. Das heißt also, diese Freigabe steht mir jetzt auf dem Odroid-Gerät in diesem Verzeichnis zur Verfügung. So, wenn jetzt hier ein Fehler kommen würde, dann und das ja, Mounten von diesem Netzwerkpfad nicht erfolgreich ist, würde hier die Fehlermeldung stehen und es würde eben dann auch dastehen, dass es nicht erfolgreich war. Unter diesen Umständen wird dann irgendwas fehlen, irgendeine ja, Eingabe falsch sein, vielleicht das Passwort falsch gesetzt sein oder der Benutzername. Und auch hier vorne muss man darauf achten, das sind also Schrägstriche, keine Backslashes. Ja, also Shift und 7 auf der Tastatur und nicht andersrum, wie das zum Beispiel bei Windows der Fall ist, wenn man da auf ein Netzwerkdevice zugreift. So möchte ich jetzt zum Beispiel im Squeezebox Server auf diese Freigabe zugreifen. Dann kann ich das tun, indem ich in die Squeezebox-Server-Administration wechsle. Und hier kann ich zum Beispiel in den Einstellungen den Musikordner wählen. Und wenn ich jetzt hier mal auf Durchsuchen gehe, dann sehe ich, ah, okay,
Dieses Verzeichnis MNT und MountDir beinhaltet jetzt die Daten, die sich auf meiner Freigabe im Netzwerk befinden. Das heißt, auf meiner Netzwerkfestplatte, auf meinem Netzwerkspeicher liegen diese Daten und auf die kann ich, wie gesagt, jetzt zugreifen, nachdem ich das über die Dateifreigabe hier erstellt habe. So, das war also das erste Beispiel dazu. Ein zweites Beispiel, wenn ich jetzt diese Freigabe, die mir jetzt auf diesem Odroid-Gerät zur Verfügung steht, wiederum freigeben möchte, zum Beispiel für noch andere Geräte, die sich im Netzwerk befinden, das mache ich jetzt nur mal testweise, das gilt aber auch für USB-Festplatten und ähnliches, dann kann ich hier unten eine Samba-Freigabe konfigurieren, das heißt andere Geräte im Netzwerk, die auf den Odroid zugreifen sollen, da gibt man diese Daten mit Samba frei. So, der Name, den nehme ich jetzt, das wäre zum Beispiel Netzwerk. Ja, ich möchte also die Netzwerkfreigabe, die ich hier oben erstellt habe, wiederum freigeben. Das macht jetzt nicht so viel Sinn, aber zeigt mal, wie diese Freigabe funktioniert. Der Pfad für diese ist natürlich der gleiche wie der hier oben. Beschreibbar möchte ich ja und die Erstellrechte für Dateien, die sich in diesem Verzeichnis nachher befinden, vergebe ich 644. Das heißt also, dass der Benutzer Lese- und Schreiberecht hat und die Gruppe und andere Nutzer nur Leserechte. So, das speichere ich. Und außerdem muss ich hier auf jeden Fall noch ein Passwort vergeben. Da gebe ich jetzt das Passwort Test und speichere das ebenso. Und ich möchte auch noch eine zweite Freigabe einrichten, und zwar für die USB-Festplatte, die sich direkt am Odroid-Gerät befindet. So, diese Freigabe nenne ich jetzt mal USB-Festplatte. Die USB-Festplatte befindet sich immer in dem Pfad Media USB. Die erste Festplatte, die an dem Gerät dranhängt. Und auch diese Freigabe speichere ich jetzt. So, jetzt gibt es also zwei Freigaben auf diesem Odroid-Gerät, die ich erstellt habe, wo andere Computer im Netzwerk drauf zugreifen können. Und als Beispiel habe ich jetzt hier mal im Windows den Zugriff auf diese Freigabe. Da kann ich also in der URL des Explorers, diesmal ist das ein Backslash und kein Slash, über den Namen des Gerätes, das ist Max2Play, kann ich mir jetzt die anzeigen lassen, welche Freigaben existieren. Da steht jetzt erstmal nur die eine Netzwerkfreigabe. Das dauert immer auch eine Weile, bis alle Freigaben, die ich gerade über Samba erstellt habe, hier auftauchen. Und die Netzwerkfreigabe sind also die Daten, die sich jetzt eigentlich auf meinem Netzwerkspeicher befinden. Wie man sieht, sind das die gleichen Daten, die ich vorhin auch über den Squeezebox-Server zugegriffen habe. Das heißt, also alle Daten, die sich auf meinem Netzwerkspeicher, auf meiner Diskstation oder wo auch immer befinden, können hier jetzt über das Max2Play-Device auch auf diesem Rechner hier gemountet werden. Und wenn ich jetzt nochmal schaue, da ist sie, die USB-Festplatte. Okay, das hat jetzt eine Weile gedauert. Und ja, so habe ich also auch Zugriff auf alle Daten, die sich auf der Festplatte befinden, die an dem Odroid-Gerät hängt. So kann ich auch die Daten bearbeiten auf der Festplatte. Und wenn jetzt zum Beispiel meine Musiksammlung auf einer Festplatte direkt am Odroid angeschlossen ist, dann könnte ich dort die Dateien bearbeiten entsprechend und ja, könnte eben so darauf zugreifen, ohne dass ich die Festplatte von dem Odroid-Gerät abziehen müsste und sie zum Beispiel an einem Desktop-Rechner bearbeite. So. Das war es dazu. Diese drei Sachen wollte ich euch zeigen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, stellt Fragen. Ansonsten gibt es Support im Forum und ich würde mich natürlich über Feedback freuen.